Hess. Dieser Name steht im Fahrzeugbau für Schweizer Qualität von A bis Z. 1882 von Heinrich Hess in Solothurn gegründet. Ein seit 5 Unternehmergenerationen geführter Familienbetrieb. Die ersten Trolleybusse von der Karosserie Hess. 1940 werden sie in Biel und Basel in Betrieb genommen. 1977 lanciert Hess den neuartigen Flughafenbus Cobus. Heute ist der Cobus mit über 3.500 Fahrzeugen weltweit einer der Exportschlager des einzigen Schweizer Busherstellers. Seit Jahrzehnten steht Hess für Zuverlässigkeit. Mit effizienten, umweltfreundlichen und innovativen Lösungen wollen wir den Transportsektor bedienen. Rund 400 Mitarbeiter und 20 Lehrlinge setzen sich täglich dafür ein. Unser Ziel, auch in Zukunft mit Innovation und Qualität den Transportsektor zu begeistern. Zur Produktepalette der Karosserie Hess gehören Busse von 8 bis 25 Meter Länge, elektrisch oder thermisch angetrieben, das Baukastensystem Kobold und Nutzfahrzeuge. Hess in Bellach ist in der Schweiz zudem der führende Anbieter von Lifecycle Services im Bereich Busse, Nutzfahrzeuge und Personenwagen. Ein wichtiges Geschäftsfeld für Hess ist der Bereich Reparaturen, Wartung und Service. Praktisch alle Werkstoffe sind langlebig und rezyklierbar. Für einen der größten Arbeitgeber der Region mit weltweiter Konkurrenz bleiben Innovationen das A und O. Die Zukunft im Fahrzeugbau gehört der Elektromobilität. Neue Fahrzeuge mit Batteriebetrieb werden von Hess in Zusammenarbeit mit der ETH und weiteren Schweizer Hochschulen entwickelt. Für das eigene Marktgebiet und Lizenznehmer auf der ganzen Welt. Die Karosserie Hess AG. Das ist modernste Mobilität made in Switzerland.